So, willkommen im Lager. Ich versuche jetzt einfach mal, wie gesagt, die Banditen zu erledigen. Gibt es auch schon wieder irgendwelche Pilze an diesem Baumstumpf? Nein, gibt's nicht. Okay. Aber hier gibt's Ratten. Ruckelratten. Nichts zu holen. Wir müssten jetzt, obwohl hier gibt es noch irgendwelche Feldräuber, die können wir auch noch, wo wir gerade schon mal hier sind. Wir müssen ja nur wieder aufpassen, weil im Wald, wie gesagt, gibt es auch noch härteres Zeug. Zu weit. Ja, ich heile mich gleich. Ich versuche erstmal den Feldräuber so zu erledigen. Besser den Weg zurück, den ich gekommen bin, sonst lande ich irgendwie noch in irgendeinem Wagrudel rein. Scavenger gibt's hier, okay. Ich weiß auch nicht, ob sich der Trick mit den Dummelpilzen wiederholen lässt, wenn wir das ganz oft machen, dass wir 50 Stück essen. Aber werden wir dann sehen. Also es gibt ja reichlich Dunkelpilze. Den Scavenger müssten wir eigentlich auch mit einem Schuss erledigen. Ja. Ist da noch einer da? Aber war das der einzige? Okay. Da ist nichts zu holen. So, und hier in dieser Höhle. Da steht ein Wolf auf jeden Fall davor. Aber hier müssen wir sowieso später noch mit Laris vorbei. Aber hier drin. Ich speichere direkt mal auf den zweiten Speicherstand, wie gesagt. Den nenne ich jetzt mal Wald. Jetzt bist du dran. So, jetzt wird wieder einer der Spaßvögel einen Bogen haben. Oh, direkt. Zwei haben wir schon direkt getötet. Oha. Okay, die waren scheinbar ein bisschen schwächer als bei Seekorps Hof, denn die gaben nur 30 Erfahrungspunkte. Okay, jetzt nähern wir uns dem mal. Oh, da schießt aber trotzdem noch einer mit dem Bogen. Bleib stehen, du Lump! Der macht nichts, der lässt sich nur beschießen. Sonderlich stark ist er auch nicht. Hat aber auch Pfeile dabei, das ist schon mal super. So, war da jetzt echt noch ein zweiter oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich meine eigenen Pfeile gesehen, die irgendwie abgeprallt sind? Aber nein, das war's wohl. Wieder ein Schafsfell, super. So, ein paar Fische. So, und den einen Fisch, den müssen wir mal
öffnen. Denn das ist kein normaler Fisch, sondern ein... Wo ist er denn? Seltsam aussehender Fisch. Ist irgendwie zugenäht. Und da ist ein Zettel drin. Der reichlich stinken sollte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, stinkender Zettel. So, und jetzt wissen wir auch, dass Halvor mit den Banditen im Bunde ist. Hat aber nichts mit der Sache, mit der Waffenlieferung zu tun, sondern ist ein eigener Fall. Deswegen werden wir ihn mal damit konfrontieren. Nichts zu plündern. Wir sind ja zum Glück direkt an der Stadt. Aber ich werde als erstes oder als einer der ersten Sachen, die ich nicht vergessen darf, die Lernpunkte in Geschicklichkeit investieren. Wir können auch mal gucken, ob wir jetzt zum Ring des Wassers zugelassen werden. Es müsste nämlich jetzt auch mal soweit sein. Wir wissen ja mittlerweile, wo die Vermissten sind. Mehr oder weniger. Ach, hier die Viecher könnten wir auch noch erledigen. Wo wir schon mal hier sind. Da wollte ich jetzt sowieso die ganze Zeit hin. Müssten auch einige Kräuter sein. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt liegen gelassen habe. Da muss ich auf dem Rückblick mal vorbeischauen. Denn hier gibt es, glaube ich, auch irgendwo Kronstöckel. Was sehr nützlich ist. So, hier gibt's auch ein großes Rattenproblem. Und Fleischwanzen. So, mit dem Bogen sind die halt echt scheinbar die beste. Also der Bogen ist echt super dafür. Nicht da ist Lünder zu holen. Der Kannibale ist lieber sein Freund, statt sich in Sicherheit zu bringen. Na gut. So, die Maulrats sind halt auch kein Problem. Ist der immer eigentlich genauso stark wie ein Scavenger? Also war das im ersten Teil jedenfalls, habe ich den einen gehabt. Es gibt ja eh wohl irgendwie die Möglichkeit, dass man in die Stadt kommt, ohne an den Wachen vorbeizumüssen. Kann man, glaube ich, hier irgendwo hochklettern oder so und dann ins Wasser springen und dann, wenn man mit Laris redet. Dass man also extra Erfahrungen noch kriegt und er einen netten Spruch sagt. Ich glaube, das habe ich nur einmal ausprobiert. Aber... ich bin dann doch schon eher den regulären Weg gegangen.
Oh, da ist ja noch eine Riesenratte. Naja, was stimme ich da auch rein? Also ich hatte ja sowieso im Sinn, dass da Gegner sind, die ich jetzt erstmal erledigen will. Was ich auf jeden Fall zeigen wollte, ist, dass das hier auch erstmal eine gute Möglichkeit ist, die Ork-Axt zu kriegen, denn die liegt hier direkt einfach so rum. Da müssen wir also keinen der Orks erledigen, die um die Stadt herumlaufen, sondern könnten die einfach so mitnehmen. Wenn wir halt nicht zu tief reingehen, denn hier sind auch einige Banditen. Ja, jetzt habe ich das aus Versehen überspeichert. Ich mach dich fertig. Aber die sind, glaube ich. Ja, doch, die gehen schon. Das. Brauche ich nicht mal zurückweichen. So interessant. Das sind, glaube ich, die einzigen Banditen, die Herumtreiber heißen. Nichts zu plündern holen. Nichts zu plündern. Sonst war hier, glaube ich, auch nichts. Hier steckt ein paar Pfeile drin. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, noch so einer von diesen seltsamen Fischen. Oder? Nein, der sieht nur genauso aus. Das ist halt ein Hering. Ja, den haben wir jetzt aus Versehen drin gelassen. So, hier war nichts mehr. Die Fleischwanze muss auch weg. Und die erst recht. Ja, die erst. Und ich glaube, hier in die Stacheln zu rennen, wäre nicht so klug. Aber auch interessant, dass hier ebenfalls eine Ork-Statue steht. Nichts zu holen. Ich kann ja mal ausprobieren, trotzdem reinzurennen. Ich weiß nicht, ob das uns Schaden zufügt, aber sieht nicht so aus. Na gut. Hätte ich jetzt eigentlich eher mit gerechnet. Da ist nichts zu holen. Ah, da sind noch ein paar Pfeile. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, was hier war, weiß ich gerade auch nicht. Nö, was stand da gerade? Dunkelpilz, achso. Ich dachte gerade, ich hätte Quecksilber gelesen, aber das wäre mir neu gewesen. So, ja, sonst ist hier ja nichts. Ich glaube, auch hinter den Kisten war nichts. Ja, gut, dann gehen wir jetzt in die Stadt. Nach längerer Zeit mal wieder. Nichts zu plündern. Ja, also ins Kloster werden wir ja auch bald mal gehen. Also das wird zwar noch dauern, aber... Da müssen wir sowieso storybedingt hin. Da finde ich es halt auch sehr schön. Oh, Goblinbären. Die sind super. So, vielleicht haben die Wachen ja wieder irgendein Problem mit uns, dass wir angeblich wieder jemanden verprügelt haben. Aber nein, gut. Also ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal zu Bosper, bevor wir alles weitere regeln mit Vatras und Laris.
Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land... Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Das wird uns jetzt gut Gold bringen. Wo hast du das? Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Felle. Hast du welche dabei? Natürlich. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Ordentlich sogar. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Okay, das wusste ich nicht mal mehr, dass wir ein Trollfell haben. Zeig mir deine Ware. Davon lass ich lieber die Finger. Aber die Pfeile kaufen wir auf jeden Fall. Erzählt alles weiter. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich habe was anderes gehört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja. Ach, Average ist wieder da. Hey! Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein! Das glaub ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt! Nimm den Brief wieder mit! Ich will ihn nicht! Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Hey! Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Balrog, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Ich hab so einiges gehört. Oha, jetzt haben wir ja schon fast 2600 Goldstücke. Die Schale können wir jetzt auch bei Bromor abgeben. Ja, aber ich glaube, ja, ich muss ja eh dahin wegen Halvor. Also rede ich erstmal mit Laris wegen unserer Geschicklichkeit. Hey, ich habe gehört, du bist bei Lee aufgenommen worden. Gratuliere. Bring mir was bei. So, jetzt haben wir noch, ich glaube, 2 Lernpunkte. Nee, 1. Na gut, den sparen wir uns mal. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Wegen der verschwundenen Leute. So, jetzt haben wir 42 Geschick, aber die Waffe braucht noch ein bisschen, oder? 8 Geschicklichkeitspunkte zu wenig. Ja, das sind noch ein paar Stufenaufstiege. Oh ja, wenn wir jetzt noch die ganzen Bögen verkaufen, die wir haben, dann werden wir ja noch reicher. Das weißt du doch inzwischen. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Er redet einfach zu viel. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Das habe ich schon gesagt. Ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Das darfst du keinem erzählen. Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Das ist mir zu wenig. Nimm es, oder du brauchst hier gar nicht wieder aufzutauchen. Ich weiß nicht, ob wir verhandeln sollten. Ich habe was anderes gehört. Aber ich glaube... Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Nicht. Ich glaube, dann sagt er, na gut, und dann ist ihm im Prinzip egal. Abgemacht. Erzähl mir nichts. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Das will doch keiner mehr hören. Ich wusste gar nicht, dass es zweimal geht. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Na gut.
Dann reden wir mal mit Halvor über sein Banditenproblem. Meinst du, mir geht es besser? Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Er hat auf die falschen Leute gehört. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Irgendwann musste es ja so kommen. Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Das interessiert mich. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Das ist doch alles nur Gerede. Zeig mir deine Fische. So, und diese Fische werden wir dem jetzt nochmal abkaufen. Jemand wird dafür kosten wissen, nicht viel, da steht leider kein Preis bei, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Dann verkaufe ich mal ein bisschen ich wundere mich über gar nichts von dem mehr. Zeug, was wir hier nicht brauchen. Das kann doch nicht wahr sein. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Irgendwann muss er es mir haben. Ja, den von den Banditen du, mir geht Degen es mit dem F brauchen wir auf jeden Fall nur einen als Beweismittel. So eine Spitzhacke brauchen wir auch auf jeden Fall daran? Für Schätze. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ganz deiner Meinung. Jetzt haben wir fast schon 4000 Goldstücke. Keine große Sache. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das interessiert mich nicht. Gut, was gibt's denn sonst noch? Ja, die Lederrüstung. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Können wir eigentlich verkaufen. Oh, habe ich eigentlich den Söldnergürtel gekauft? Das müsste ich am besten auch mal machen. Meinst du, mir geht es besser? So, und jetzt öffne ich mal die ganzen Fische und... Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Lederbeutel. Wir haben keinen Lederbeutel, na gut, dann öffne ich die Fische. Ich wundere mich über gar nichts. Dietriche. Ein Ring. 50 Gold. Ich glaube, hier ist ein Erzbrocken drin. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das will doch keiner wissen. Okay. Aber ich glaube, ich habe echt noch den Ledergürtel an. Also da sollte ich mir jetzt auch schleunigst bei Onas Hof den Söldnergürtel holen. Ich weiß gar nicht, warum er sich sogar kann ich nicht gebrauchen. Mich brauchst du das nicht. Nun erzählt sich ja so einiges. Ich glaube, das mache ich direkt mal, bevor ich das vergesse, bevor ich mit Laris umherziehe, um die Ornamentstücke zu holen. Mache ich das gerade mal schnell. Und wir haben ja zum Glück die Teleporter momentan. So, dann kann ich auch direkt mal mit Ona reden wegen meinem Lohn. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Denn der Söldnergürtel hat ebenfalls den Effekt, den der Ledergürtel auf die Lederrüstung hatte. Das wird uns noch sehr nützlich sein. Das ist ja schon mal ordentlich viel Verteidigung mehr.
Ja, die mache ich fertig, wenn ich wieder was sehe. Es wird ja so langsam dunkel. Wir haben es jetzt auch, also hier geht es ja auch zu Bengars Hof. Wir haben es jetzt eher einen unkonventionelleren Weg dahin genommen. Nämlich an diesen Banditen vorbei. Ja, das letzte Stück ist eigentlich immer schon noch eine Menge zu laufen. Ja, und da wohnt jetzt Errol, der Händler, dem wir die Steintafeln gegeben haben. Da ist er nämlich, ja, dann reden wir gerade mal mit dem, vielleicht hat er noch was Interessantes. Ich glaube nämlich schon. Das war keine große Sache. Hat sich das jemals ändert? Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Da stellt sich das immer so, was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Man weiß gar nicht mehr, wen. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Hast du das nicht zu sagen? Ja, es sind schon starke Waffen, die uns aber jetzt alles nichts nützen. Da stellt sich das immer so einfach vor. Ich hätte das anders gemacht. Exil des Lebens, Bonus für maximale Lebensenergie. Ja, das kaufe ich jetzt einfach mal. Wir haben ja genug Gold. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Meinst du, mir geht es besser? War doch seine Entscheidung. So, dann noch schnell mit Ona reden. Nee, also ich glaube erstmal den Gürtel kaufen, bevor ich das wieder vergesse. Wer sitzt denn jetzt noch hier? Ach, der Fester ist noch dabei. Okay. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich erzähl dir doch nicht. Das bei Bennett? Das hat er doch vorher gewusst. Das würde Sinn ergeben. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich werde mich da nicht. Das interessiert mich nicht. Wie sieht's mit. Was? Das kann ja nicht. Ja, Söldnergürtel, okay. Meine Meinung will ja keiner hören. Hab ich dir mal wieder die Pfeile weg? Ich hatte was anderes gemacht. Von mir hatte das nicht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das hätte er auch selbst wissen können. Ja, das hat er wirklich. Man darf halt nicht alles kaufen. Oh, ein Freund sogar mit den Söldnern. Das ist cool. Es war doch seine Entscheidung. So, und dann wir haben jetzt 35 Rüstungswert und jetzt. Das nicht. Na, erstmal den ersten. Den anderen ablegen. Er stellt sich das immer so ein. Und jetzt 40. Ich hab keine Zeit. Wieso denn nur 40? Man darf halt nicht alles kaufen. Achso, wir haben ja vorher. Naja. Ist doch wahr. Den noch mitgerechnet. Davon lasse ich lieber die Finger. Warum er sich so aufregt. Ach, Ona schläft schon. Na gut, dann werden wir jetzt wohl keinen Sold kriegen. Haben uns das jetzt schon versaut, glaube ich. Das höre ich zum ersten Mal. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich könnte mir so etwas nie Na gut, erlauben. Dann war es das auch. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Als nächstes werden wir, denke ich, mit Laris die Ornamentstücke holen. Ich glaube, ein paar haben wir schon. Wir das haben ja. Vorher gewusst. Was ist denn? Eins haben wir schon. Immerhin. Gut, dann passt auf euren Rücken auf.